Nimm, glaube ich, die kleine. Gibt es da kleinere Stücke noch? Ja, wir haben halt ein bisschen. Boah. So schlimm ist es jetzt auch nicht, ne? Hallöchen! Hallo. Oh, da sind wir ja mal wieder. Wir leben noch. Mm, ja, warum kommt kein YouTube-Video? Ja, das haben ganz viele geschrieben. Ja, es war viel los. Leon war auf Klassenfahrt, Luisa war krank davor. Jetzt sind wir aber wieder da. Jetzt machen wir ein Video. Und zwar heute... Was machen wir denn eigentlich heute? Eine Challenge. Und was für eine? Ja, Markenprodukt versus das billige Produkt. Ob billig versus teuer. Ich habe hier so coole Masken, damit wir es nicht sehen. Teuer versus billig. Und bevor jemand fragt oder sagt, wir haben das ja schon mal gemacht, ja, haben wir, mit anderen Produkten, aber ja, das ist jetzt einfach. Ja, heute mal machen wir es mit Autos, Rolls-Royce oder Dacia. Ja, wir haben die alle dafür gekauft. Ferrari oder Opel. Wir haben alle dafür gekauft, alle Autos, die stehen alle da. Und wir erkennen sie nur am Geruch. Hinten am Auspuff wird geschnüffelt. So, also, jetzt geht's auf jeden Fall los mit dem Video und ja, es werden jetzt auch wieder öfter Videos kommen, ne? Hoffen wir mal. Also, viel Spaß! So, und Mama ist natürlich wieder diejenige, die hier die Spielleiterin ist. Spielt aber auch mit, aber wie funktioniert denn das Ganze hier? Damit das Ganze gerecht ist, will ich jetzt nicht sagen, wir beide gegeneinander und die beiden, wird das gelost. Ich habe zwei Vierecke. Ja, wer die natürlich zieht, ist in einem Team. Na, Haare noch nass? Ja. Und dann habe ich zwei Kreise. Aha, also das heißt, wir spielen erstmal, also die zwei Kreise spielen gegeneinander und die zwei Vierecke. Und dann gibt es natürlich einen Gewinner. Machen wir drei Produkte und dann gibt es davon einen Gewinner. Und dann spielen die beiden Gewinner gegeneinander mit fünf Produkten. Und am Ende haben wir wieder einen großen Family-Weltmeister! Oh! Wer ist eigentlich der Letzte? Ich glaube. Was hatten wir denn da? Was haben wir denn da gemacht? Ein Minuten schneller. Familien-Challenge-Meisterin. Wer fängt an? Die Kleinste? Achso, ich muss. Oh, hast du kalte Hände? Ja. Kreis! Ja, du. Achso, die sind eh übrig. Also, Kreis! Kreis, Viereck, ihr spielt schon mal nicht gegeneinander. Viereck. Achso, wir beide. Damit das dann auch korrekt ist, dann gucken wir mal, was hab ich. Was hast du denn? Was hast du denn wohl? Kreis. Wir spielen in einem Team. Ja. Ja, wir sind nicht im Team, wir spielen gegeneinander. Also ihr seid gegeneinander und wir spielen gegeneinander. Achso. Genau. So. Das sind die Produkte. Produkte? Ja. Also doch keine Autos, schade. So, das heißt, das gegnerische Team kann sich dann aussuchen, ne? Die Produkte. So, ja. Ach, Schnick, Schnack, Schnuck ist leider nicht drauf. Ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Naja, passiert ja auch mal. Die Zwischenstücke hier. Ja, aber wenn ich nicht auf Aufnahme drücke, kannst du keine Outtakes machen, Mann. Das, aber das war das Leon hat Schnick, Schnack, Schnuck gegen Lulu im zweiten Mal verloren. Und also fangen jetzt Mama und Leon an. Ja. So. Ihr seid doch Gegner. Ja, eben. Ja, und? Faire Gegner. Das bedeutet, dass wir jetzt aussuchen dürfen, welche Produkte. Aber ihr müsst euch erstmal hinsetzen und Masken auf. Ja. Aber bitte jetzt nicht vergessen zu filmen. Nein, ist an. So, so was Masken nehme ich denn? Auf. Rot? Ach, ich glaube, Rot ist ein bisschen... Nö, ich nehme Rot. Komm. Oh, hier sieht man aber wirklich nichts. Ich merke, dass du wedelst vom Wind. So, das heißt, du darfst mal auswählen jetzt. Also, wir haben jetzt ja gleiche Farben. Hier kommt das Markenprodukt rein und hier kommt das No-Name-Produkt rein. No-Name. So, Luisa wird jetzt euch den ersten Becher geben. Hallo, Leon. Können wir? Ja, könnt ihr den ersten Schluck nehmen. Ihr könnt ja sagen, was es ist vielleicht, das ist aber egal. Ihr müsst ja nur rausschmecken, was ist teuer, was ist billig. Heute billig, morgen teuer. Das ist diese Milch hier. Ist das jetzt hier das andere? Da ja. Schon, ne? So, Leon. Ihr habt ja beide in der rechten Hand einen Becher und in der linken Hand einen Becher. Und ihr macht jetzt gleich einfach... Den Becher hoch, der original ist. Genau. Jetzt?
Wenn du das schon weißt, dann kannst du es schon machen. Der Original ist dann mal hochhalten. Ja, einfach hochhalten. Ja. Beide haben recht. Oh, Leon! War bei dem Pünktchen. Also, erste Runde, 1-1. Auf in Runde 2! So, jetzt sucht Papa aus. So, das haben wir da jetzt runtergeklebt, ne? Mhm. Jetzt haben wir das. Was ist denn jetzt drin? Was ist denn? So, are you ready? Da dürft ihr jetzt sogar die Masken abnehmen, weil wir haben es drunter geklebt. Ihr müsst dann gleich, also ihr müsst erstmal probieren. Oh, ah. So, ihr könnt erstmal probieren. Da ich das Original ist, glaube ich, keine 30. Ja, probier. Wir müssen beide probieren. Mit demselben Löffel, ne? Ja, ich. Sieht ja wirklich gleich aus, ne? Also es handelt sich ja um Milchreis, ne? Ach was. Mit Schokolade, würde ich sagen. Könnt ihr eine Entscheidung fällen? Noch nichts sagen oder so, einfach nur sagen, ob ihr euch entschieden habt. Nichts mal hochheben, meine ich. Wir müssen jetzt gleichzeitig das Original, das Markenprodukt hochheben, ne? Und dann halt, ja. Oder? Also, oder ihr müsst drauf zeigen und dann hoch machen. Genau. Er will sich auch mitentscheiden. Hast du Hunger? Milchreis. Wie kriege ich ihn so gerne? Er kriegt ja auch sonst nichts bei uns. Nein, er kriegt gar nichts, deswegen ist er ein Hunger. Ja. So, Leon, hast dich entschieden? Ja. Und du auch? Ja. Oh, ist euch. Dann zeig bitte drauf. Drauf zeigen nur, kurz. So. Okay, hochheben. Ja. Guck mal drunter, was steht drunter bei dir? Oh, teuer. Was steht bei dir? Teuer. Teuer. Pipim! 2-2. Wir haben es extra umgekehrt hingestellt, dass das Teure bei Leon rechts stand und bei Katharina links, aber sie haben es beide rausgeschmeckt. Ja, dann jetzt La Grande Finale. Aber es war schwierig. Wer kommt ins Finale? Ja, Runde 3. So, Luisa, du darfst die letzte Runde aussuchen für die beiden. Ich glaube. Das. So, wir machen das folgendermaßen. Da kommt Billig dran. Und hier kommt das Marktprodukt dran. Das Ding ist halt, die werden noch den Geschmack von dem anderen im Mund haben und das könnte vielleicht auch noch schwieriger werden. Das ist nicht unser Problem. Ja, meine ich ja, dass das schwieriger wird. Wir werden die Brillen auflassen, damit man es nicht an der Farbe möglicherweise erkennen könnte. Ja. Ein bisschen unterschiedlich. Also, Marke. Billig. So, ihr habt vor euch jetzt einen Teller, da liegen zwei Löffel drauf. Auf dem einen Löffel ist das Markenprodukt, das teure. Auf dem anderen Löffel ist das günstige Produkt. Das, ja. Pass auf. Der Löffel richtig. Das ist der Löffel das eine. Das hier hinten ist der Stiel, ja. Das musst du jetzt so in den Mund machen. Ach so, ist das ein Teller? Ja. Hilf ihm mal dran. Und beim anderen müsst ihr vielleicht bitte alles in den Mund nehmen. So, jetzt den zweiten. Den zweiten. Moment. War das etwa zu viel? Bei dem, also finde ich jetzt nicht. Alles. Mund auf. Wieso alles? Mund auf den Mund. Oh.
Kannst du auch solche Geräusche zu machen? Wie so eine Kuh. So, ihr habt jetzt beide den ersten Löffel in der rechten Hand, den anderen Löffel in der linken und jetzt müsst ihr gleich mal den hochhalten, wo ihr glaubt, dass es das teure ist. Mama, hochheben. Nicht riechen. Jetzt hochheben. 3, 2, 1, oh. Mama hat recht. Mama hat gewonnen. Oh. Mama ist im Finale. Tada! Ah, Leon. Oh Gott, knapp gescheitert. Ehrlich, Leon? Mama, ich hab dir so einen Batzen drauf gemacht, ne? Wovon denn? Wir werden jetzt diese Becher. Habt ihr den habt ihr die Sticker? Ja, die Sticker liegen hier. So, wir werden jetzt, ne, weil ihr das ja seht, werden wir. Wollen wir das nehmen oder das? Was meinst du? Ja? Ja, nimm das. Ja, hier geht es leider gleich ein bisschen ab. Papa hat jetzt auch was in der Hand. Also ihr könnt jetzt bitte anfangen. Es ist, wie ihr natürlich fühlt, was zu trinken, ne? Schick, Thomas, schick. Hä? Das ist Cola. Ja, das können wir sagen. Aber was davon ist die echte? Und was das No-Name-Produkt? Ist abgegangen, das Ding. Ja, ich weiß es ja. Leg es davor. Ah, oder ich mache das. Thomas, redest du gar nicht? Ich weiß es schon. Du weißt es schon? Ja, ich auch, glaube ich. Ich schon. Okay, sollen wir das hochhalten? Genau, das, wo ihr meint, dass es das Markenprodukt ist, okay, haltet ihr hoch. 3, 2, 1. Dreh mal. Ah, Papa hat recht, Lulu nicht. Ja, Luisa, dann schmeckt dir teilweise. Ja, aber das hat nach nichts geschmeckt. Ja, eben. Ja, aber das ist eine hat nach nichts geschmeckt. Und das war ja natürlich das Billige. Okay. So, nein, weiter. Das hat. 1-0! Das Teure hat nach nichts geschmeckt. Nee, umgekehrt. Mama, oder hast du das vertauscht? Nein, haben wir nicht vertauscht. Ja, so, wir haben uns entschieden, jetzt hier mit weiterzumachen. Hektar! Die beiden sind sich am Kabbeln. So. Jetzt ist gut. Also von der Optik her ist es ja schon mal. Ja, guck mal ein bisschen. So, was ist das denn? Oh, Papa hat es schon in der Hand. Oh, das fühlt man aber, oder? Darf ich essen? Ja, ihr könnt anfangen. Also Thomas, das sieht so doof aus mit deiner Brille. Ich glaube, ich weiß es schon, ohne dass ich das hier gegessen habe. Nein, sie hat erst einen. Jetzt. Papa ist beim zweiten. So war nicht einfach. Das ist nicht einfach? Nein, bin ich nicht. Lulu scheint sehr sicher zu sein. Mhm. Wie machen wir das jetzt? Hochhalten. Teller hochhalten, wo wir es glauben. Wo, was das wo ihr ist. Glaubt, was das teure war. Mhm. Aha, ja, halt hoch. So, Lulu hat den teuren Teller und Papa dreht mal ein bisschen. Dreh mal. No! Oh! Papa fand den, den billigeren besser. Ich wusste es sofort. Ja, das hast du tatsächlich schon direkt gesagt. Sofort, das schmeckt man genau. Alles klar. Leon, jetzt müssen wir wieder loslegen. So, wir haben uns jetzt hierfür entschieden. Ja. So, Leon. Hier. Oh mein Gott.
Ergurgelt. Ja. Neutralisiere. Mach den Löffel ordentlich voll. Haben sie bei uns ja auch gemacht. Ordentlich was drauf davon. Ordentlich. Noch mehr, mehr. So ist gut. Kann ich kurz eine Serviette haben? Ich bringe gleich. Beim Gurgeln habe ich mich das gemacht. Eine Serviette. Oh mein Gott. Was ist jetzt? Oh. Aber Glück im Unglück. Mein Gott, ja. Problem hier. Ich kam da so schnell raus. Mensch, du. Das stimmt doch gar nicht. So, jetzt nimmst du davon einen und davon, ja. Dass das Ketchup ist, da machen wir kein Geheimnis von. Glas-Ketchup, nicht Glas-Ketchup. So, hier. Leon, hilfst du einmal bei den Löffeln? Was ist das denn für ein Löffel? Das fühlt sich an wie ein Strohhalm. Deine Plastiklöffel. Oh, nee. Warte, Leon hilft dir, Thomas. Was ist das denn? Nicht, dass du dich noch vollkleckerst. Gerade halten. Gerade, Luisa hat nichts. Sag mal, hast du Parkinson? Luisa hat nichts mehr auf dem Löffel. Hast du Parkinson oder warum? Oh. Jetzt hier. Nimm. Ja, Papa macht das jetzt schon alleine. Wir haben es gleichzeitig gemacht. Oh. Ja, so rein, Luisa. Ja, fein. Ja, Leon, hilf doch mal. Leon, warte, Leon hilft dir. Ja. Du packst gleich in den Löffel mit dem Ding. Kannst dich schon mal dran gewöhnen. Oh. Das ist sau schwierig. Ja? Was ist bei dir jetzt? Nichts, weißt du's? Nein. Ich weiß es nicht. Ist es so schwer? Ich finde es ganz schwer. Ich habe aber eine Tendenz. Okay, im Moment ist ja Gleichstand. Tendenz vor Fremds. Dieser Punkt entscheidet. Mein Gott, das ist so schwierig. Ja, aber ihr müsst euch jetzt entscheiden. Okay. Hast du? Mhm. Bei drei? Mhm. Eins, zwei, drei. Aha. Halt mal höher, dreh mal. Oh, ist das hell. Dreh mal. Was ja! Teuer! Oh, du auch? Ja! Da müssen wir ein Stechen machen, ja. Och, ist das hell. Du kommst gerade wie so ein Maulwurf. Wir müssen ein Stechen machen. Wir werden beim Finale auch nur drei Sachen machen. Dann haben wir jetzt zwei noch in petto. Also müssen wir jetzt ja gerade mal ein Stechen machen. Ja, ein Stechen. Schmeckt dir der Ketchup? Ich fand, dass der billige, der war eine Spur saurer. Und deswegen haben Ja, und der war so neutraler. Aber wir haben gleichzeitig so. So, wir haben uns jetzt hierfür entschieden. In der Hoffnung, dass es da einen entscheidenden Sieger gibt. Los geht's! genau. Das war voll mein Gesicht. So. So, jetzt bin ich sehr gespannt. Jetzt muss natürlich ein Sieger hervorgehen. Es klebt. Vorsicht, ja. Oh, das ist diese... Oh, das, ich weiß, was das ist. Das ist hier diese After-Eight-Kram, ne? Den esst ihr beide nicht. Und deswegen haben wir gedacht, da ihr euch beide damit nicht auskennt, wird's schwierig. Ja, glaube ich, die kleine... Gibt's da kleinere Stücke noch? Ja, wir haben halt ein bisschen gebrochen. Boah. So schlimm ist sie jetzt doch, nicht, widerlich. Ne? Muffig. Muffig? Leon, wir mögen die, ne? Wie soll man da hin? Der schmeckt immer wie diese kleinen Dinger bei Oma und Opa. Diese... Diese rosa-weißen? Ja. So, entscheidet euch bitte. Hebt bitte den Teller hoch, wo ihr meint, dass es das Markenprodukt ist. Okay. So. Oh, aha. Und Lulu und... Oh Mann, was soll das denn? Ihr beide billig getippt. Im Ernst? Ja. Das ist viel klebriger. Und das ja, das ist mit viel mehr Geschmack. Ja, und das schmeckt richtig beschissen. Also eigentlich beides, aber das kann man besser essen als das Original. Okay. Handy und eure Teller. Ja.
So, da haben wir die Gläser und jetzt haben wir uns für diese beiden tollen Produkte entschieden. Genau. Jawoll. So, auf drei fangt ihr an. Eins, zwei, drei. Was zur Suppe? Aha. Das ist Capri-Sonne. Das können wir sagen. Und aber was davon ist Marke? Ich bin Capri-Sonnen-Spezialist. Wenn ich das jetzt falsch habe, dann schmeiße ich mich in den Pool. Luisa, du bitte. Ah, du bitte. Du bitte. Du bitte. Ist es richtig? Thomas, hast du Durst? Papa trinkt in einer Tour. Papa ist sich noch nicht so sicher. Ich bin mir zu 100% sicher. Wenn ich das jetzt wirklich, wenn ich das falsch habe. Was macht er denn da? Er trinkt in meinem Wechsel. Kannst du mal aufhören zu trinken? Guckst du schon oder was? Nein. Sie hat sich schon entschieden. Okay. 100%. So, Lulu hat das teure Markenprodukt erkannt und Papa nicht. Damit, damit hat Lulu gewonnen. Ich bin Capri-Sonnen-Spezialist. Was ist mit dir? Schläfst du da unter? Ich hab die Augen immer zu, weil es sonst so juckt. Ach so. Ich auch tatsächlich. Und das juckt wirklich, das ist immer hier. Schmeckt man das so deutlich? Klar. Das ist dieses Orangending. Solevita. Ja. Ich glaube, und das aus dem ist Lidl, ne? Also Finale, Mama, Mama gegen Lulu. Ja, dann kannst du dich jetzt hinlegen, ne? Oh, schlaf gut. So, La Grande Final. Um was geht's denn? Das wirst du gleich schon merken. Ah, Chips, Pringles, wahrscheinlich. Bin ich Experte. Tja. Okay. So, ihr habt vor euch zwei Teller. Ihr habt ja schon gehört, dass es mit, dass es sich um Chips handelt. Luisa, wenn du das jetzt nicht erkennst, dann reiß ich dir nur ab. Okay. Da dürfen wir schon futtern. Wir dürfen futtern, ja. Oh, Mama beißt ab. Sie sich wieder komplett reingeschoben, ne? Ich bin der Spezialist. Oder habe ich das falsch? Weil ihr seid so ruhig. Ja, weil wir noch warten müssen. Mama beißt ab. Das dauert noch 10 Minuten. Wo ist mein Glas? Das gibt's noch nicht. Ach so. Oh Mann. So, guckt mal drunter. Luisa hat... Teuer! Ha, hab auch teuer. 1-1. Interessant. Damit geht's weiter. Thomas? Mama, das fühlt sich nicht an wie Hanuta. Vielleicht ist es auch was anderes. So, auf geht's. Stoppern? Ihr dürft schon, ihr dürft schnabulieren. Da. Ach, das ist. Das ist doch kein Hanuta. Hast du dich schon entschieden oder was? Nee, ich bin erst beim ersten Stück. Mama, du brauchst mich jetzt zu lange. Oh, weiter in den Reim bist. Boah, Schokolade. Ja, das ist mir zu viel Schokolade jetzt. Ich brauch Wasser. Nein, es wird sich erst entschieden. Ich würde mich jetzt entscheiden wollen. Entscheidet euch. Lulu? Warte. Ja. Guckt drunter. Teuer. Mhm. Ach, 2-2. Dann wollen wir mal hoffen, dass es in der letzten Runde sich auch entscheidet. Ich bin eine gute Gegnerin, ne? Mhm. So. Das? Hast du dein Handy hier? Gegen das. Nein, weil es lohnt die ganze Zeit hier irgendwas. Wir hätten zur Not noch ein Stechen.
So, ihr dürft. Das Hanutama mit. Aber jetzt müsstet ihr euch langsam entscheiden. Okay. Ich glaube, weil das andere so richtig komisch war. 3, 2, 1. Drunter gucken. Toll. Du sollst drunter gucken. Oh ja. Ja, schwierig. So, jetzt wollen wir mal hoffen, dass wir eine Entscheidung kriegen. Ist es was zu essen oder zu trinken? Essen oder trinken? Das werdet ihr gleich sehen. Wie sollen wir das denn sehen, bitte? Ja, schmecken meine ich. Oh. Oh, es juckt! So, letzte Runde. Wenn es keiner errät, dann machen wir Klippenspringen. Und wer überlebt, ist der Weltmeister. Ihr dürft langsam antasten. Ja, genau. Lulu hat schon beide Becher. Das Neutralisierungswasser ist auch alle. Können wir schon trinken? Ja, Skoll. Oh, das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Das haben wir gut gemacht, wenn es schwierig ist. Oh. Entscheidet euch jetzt. Einen Becher hochhalten, wo ihr glaubt, das ist das Markenprodukt. Oh, mein Bauch. Katharina, 3, 2, 1. Oh, wie langweilig. Schon wieder? Ja, sicher. Ist ernsthaft? So, wir haben uns jetzt was überlegt. Das muss ja mal vorangehen. Ja. Wir suchen jetzt was aus. Beide kriegen das direkt auf dem Löffel. Und wer als erster sagt, was es ist, der ist der neue Familienweltmeister. Hä, hey, also sollen wir jetzt einmal erraten, was teuer ist und was billig? Ja. Warte. Hab ich. So halten. Okay. Ja? Ich halte. Deine Hand. Löffel halten. Und bei 3 in den Mund nehmen, wer als erstes sagt, was es ist, gewinnt. 1, 2, 3. Gewürzketchup. Oder? Lulu ist raus. Curry-Ketchup? Ihr könnt jetzt gucken. Lulu ist raus. Currywurst. Was? Ich verstehe dich nicht. Currysoße. Hurra! Wir haben einen Gewinner! Mama ist die neue Familienweltmeisterin. War sie das überhaupt schon mal? War die nicht lecker? Doch. Was hast du gesagt? Gewürzketchup? Ja, damit war sie. Du wurdest zu schnell. Ich habe auch Curryketchup gesagt. Ja, ich habe gewonnen! Ja, herzlichen Glückwunsch. Dann wollen wir mal gucken, dass wir bald eine neue Challenge machen, dass wir mal den Titel wieder abluchsen können, ja. Ne? Ich bin eine harte Nuss. So, genau. Dann. Aber ihr müsst das unbedingt mal ausprobieren, weil es ist total, bei manchen Sachen echt einfach, aber ich finde das total interessant, sowas mal mit verbundenen Augen zu essen. Man schmeckt ganz anders. Man schmeckt ganz anders. Ja, ist so. In dem Sinne. Na. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Sag Tschüss, mein Sohn. Tschüss.